Hallöchen an euch da draußen. Ja, wie ihr da oben ja schon lesen könnt, mache ich jetzt einen 25-Frage-Tag oder 25 Mal die Wahrheit. Ich wurde getaggt von der April Snow 48. Ja, sie ist noch ganz jung. Ihr kennt sie vielleicht nicht. Schaut einfach mal bei ihr rein. Also jung, in der Meinung, dass sie jetzt noch nicht so lange dabei ist und wir Jungen müssen zusammenhalten, so ungefähr. Ja, ich brabbel jetzt einfach mal los. Hast du Haustiere? Definitiv ja. Ich habe, wo ist es? Da. Drei Kater, wenn man das noch Kater nennen kann. ja, ein Perser mit Nase, den schwarzen kleinen Poldi und zwei rot-weiße Kunis, wobei der eine Mischung aus einem Langhaar- und kurzer Kuni ist. Also Maine Coon, der Oberbegriff. Zweite Frage. Nenne drei Dinge in deiner Nähe. Ich glaube, das kleine Deko-Auto, was mein Schatzi geschenkt bekommen hat. Nämlich unsere Kopfhörer, weil wir nämlich PC und Fernsehen in einem Raum machen. Deshalb hört derjenige, der am PC ist, alles über Kopfhörer. Und mein Buch mit meinen ganzen Hochzeitssachen. Ja. Wie ist das Wetter bei dir? Heute ist es mal sonnig, aber auch bewölkt, aber relativ schön. Also jetzt nicht so wie in den letzten Tagen, dass es ständig geregnet hat und so. Also es ist ganz angenehm. Vierte Frage. Hast du einen Führerschein? Wenn ja, hattest du schon mal einen Unfall? Ich habe Führerschein, ja. Ich hatte auch schon einen Unfall. Ich hatte auch zwei. Einen war ich mehr oder weniger dran schuld. Asche auf mein Haupt. Da bin ich nämlich beim Autofahren ohnmächtig geworden. Die Ärzte konnten leider nicht rausfinden, woran es gelegen hat, aber es war einfach so. Es ist Gott sei Dank nie wieder passiert. Es scheint bei uns in der Familie zu liegen. Ich bin nämlich nicht die Einzige. Und beim zweiten Mal war ich Beifahrer und da hat mein Schatzi einen Unfall gebaut. für ihn viel schlimmer als für mich damals, weil Männer sind ja immer notorisch, wir können besser Auto fahren. Für ihn war das der totale Graus. Ich habe nur geweint, weil so schön das Auto kaputt war. Naja, egal. Wann bist du heute Morgen oder heute Mittag aufgewacht? Aufgewacht bin ich heute Morgen das erste Mal um 5:30, weil dann die Katzen anfangen Theater zu machen, weil die ihr fressen wollen. Um 6 dann das zweite Mal, weil mein Schatz dann zur Arbeit aufgestanden ist. Und aufgestanden bin ich dann um 7:30. Ja. Wann hast du das letzte Mal geduscht? Heute Morgen. So sehe ich aus nach dem Haareföhnen, wenn ich nichts mache. Wild und strubbelig. Was war der letzte Film, den du gesehen hast? Boah. Ich glaube, der letzte, den ich jetzt wirklich, wirklich mit Ich geguckt und nicht nebenbei noch was anderes gemacht, war Star Wars. Am Samstag? Ich glaube, am Samstag. Ja, okay, gestern Grey's Anatomy, aber das zählt ja nicht als Film. Was war deine letzte SMS? Will mal schauen, was habe ich denn da gekriegt? Alles voller Katzenhaare. War von meinem Schatz und da steht ich dir auch. Also da könnt ihr euch jetzt denken, was ich dann vorher geschrieben habe. Achso, wie hört sich mein Klingelton an? Klingelton. ich bin ja da eher einfach gestrickt. Einstellungen. Töne. Oh, ist ganz leise, Moment. Ente. Das ist immer süß, wenn meine Handtasche anfängt zu quaken. Die Leute finden das im Umfeld immer ganz lustig.
Bist du jemals in ein anderes Land gefahren und geflogen? Ja, ich habe früher sehr nah an der Grenze zu Holland gewohnt, also war ich da auch öfters. Nein, ich habe da nicht zu rauchen oder zu naschen gekauft, sondern mehr Klamotten und Blumen und so ein Kram mit meiner Mama. Dann, klar, die normalen Urlaubsländer, Spanien, Türkei, Ägypten. Und letztes Jahr war ich das erste Mal in den USA, genau in Boston und New York. Und da will ich auf jeden Fall wieder hin. Da war es so schön. Aber ich glaube, wenn wir schaffen, werden wir vielleicht nächstes Jahr nach LA gehen. Vielleicht auch für länger. Mal schauen, wenn das klappt. Frage 11. Liebst du Sushi? Ja, ich liebe Sushi. Und nicht diese mit der Gurke da drinne, sondern die wirklich mit dem rohen Fisch. Und wir machen auch Sushi selber. Also, die sehen zwar noch ein bisschen krubbelig aus, aber es wird. Wo kaufst du deine Lebensmittel? Überall, wo ich gerade bin. Also, unseren Wocheneinkauf mit den ganz normalen Sachen wie Wasser und was man halt so braucht, Nudeln und so, das kaufen wir immer groß bei Aldi oder Lidl ein. Und dann so die spezielleren Sachen und auch Gemüse zum Beispiel kaufen wir bei Edeka, Rewe, was auch kommt. Hast du jemals was genommen, um besser einschlafen zu können? Nein, definitiv nein. Wenn nicht gerade heiße Milch mit Honig dazu gibt, was aber auch nicht geholfen hat. Bei mir hilft zum Einschlafen nur autogenes Training. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe einen 2 Jahre jüngeren Bruder. Hast du einen PC oder Laptop? Das kann ich auf Kacke hauen. Ich habe 2 PCs und mein Schatzi hat einen Laptop. Aber da wir ja das ja zusammengehört, ja. Wie alt wirst du an deinem nächsten Geburtstag? Ja, heute ist der 19. In 5 Tagen werde ich 26. Trägst du Kontaktlinsen oder eine Brille? Ja. Brille habe ich jetzt gerade nicht hier. Kontaktlinsen habe ich drinne, aber trage ich beides. Ich bin blind. Färbst du deine Haare? Ja, tue ich. Tue ich leider Gottes. Ich nehme mir immer wieder vor, es rauswachsen zu lassen, aber es sieht dann einfach zu scheiße aus. Sag, was du heute planst zu tun. Wir fahren nachher zu unserer Hochzeitslocation. Deshalb liegt hier auch mein Ding, weil wir nämlich heute Termin mit dem DJ haben. Wegen der Musik. Nee, mein Brautkleid zeige ich euch nicht. wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Weil wir treffen uns nämlich auch mit dem Konditor und zeigen dem unsere Traumtorte. Die zeige ich euch jetzt auch mal. Da ist unsere Traumtorte. So möchten wir die gerne haben. Gefüllt mit Schwarzwälder Kirsch und irgendwas Fruchtigem. Ja, das planen wir heute. Was danach kommt, keine Ahnung. Wann hast du das letzte Mal geweint? Ist jetzt schon 2, 3 Wochen her, glaube ich. Das war, weil wir mit unserem Pfarrer gesprochen haben und der nicht so auf meine Wünsche eingegangen ist. Und das hat mich doch sehr fertig gemacht. Und da war ich ziemlich sauer und ziemlich, ja, heulerig. Was ist für dich der perfekte Pizzabelag? Also ich habe zwei. Wenn ich nach Hause zu meinen Eltern fahre, in schöne Nordrhein-Westfalen, dann gehe ich immer zu Ninos Pizza. Hi, wenn du mich siehst. Bei denen gibt es die allerbeste Bolognese-Pizza. Sprich, ganz wenig Käse, dann Schinkenscheiben und dann richtig ordentlich Schlotz Bolognese-Soße. Hier in Stuttgart esse ich immer eine Rucola-Tomaten-Mozzarella-Pizza. Was magst du mehr, Hamburger oder Cheeseburger? Cheeseburger. Hattest du schon mal einen All-Nighter? Einen? Schon so viele, die kann ich schon nicht mehr zählen. Aber es ist schon länger her. Also ausgehen in Stuttgart ist für mich hier nicht so prickelnd so. Welche Augenfarbe hast du? Ja, was habe ich für eine Augenfarbe? Ich habe braun-grün mit ein paar gelben Sprenklern drin. Kannst du Pepsi von Cola unterscheiden? Ja, definitiv. Pepsi geht für mich überhaupt nicht. Cola, naja, trinke ich, wenn es halt nichts anderes gibt.
Ich stehe dazu, ich bin ein Sinalco-Cola-Fan. Asche auf mein Haupt. Ja, ich liebe Sinalco-Cola. Ja. Und das war's auch schon. Ja, wen tagge ich? Tascha Tobago, dich tagge ich jetzt, liebe Natascha. Falls du es noch nicht gemacht hast. Ansonsten tagge ich alle, die gerne lustig sind und mitmachen wollen. Bis dann. Ciao, ciao.